Hallo, boah, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören vor lauter Vögel zwitschern und Spechtklang. Wow, für mich ist das absolutes Frühlingserwachen hier in dem Wald. Herrlich. Es tut so gut. Es tut so gut. Und ich mag jetzt schon mal ganz kurz über dieses Hier und Jetzt sprechen. Ich habe da nämlich zurzeit immer wieder so, boah, voll die Flashes und voll die Erkenntnisse. Ja, so ein was hat damit zu tun mit meiner letzten Beziehung zum Daniel, der echt weit weg gewohnt hat, oben in Hamburg. Und wir ganz schön zerrissen waren und so. Ja, wenn man halt nicht so beisammen war, dann war man irgendwie teilweise in Gedanken bei dem anderen und dann war man einfach nicht voll im Hier und Jetzt. Und dann spielt da auch so ein bisschen Nähe, Distanz mit rein. Und ich bin schon lange an diesen Themen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da hat sich einfach nochmal nach einer recht, ja, schmerzhaften Erfahrung auch, anstrengenden Zeit, einen Knoten gelöst. Also es kam einfach nochmal irgendwie eine Klarheit rein. Und ich konnte halt mehr ankommen in dem Raum und in der Zeit, wo ich einfach im Moment bin, so. Und es ist total schön, weil was bringt es mir, wenn ich mit meinen Gedanken woanders bin? Erstens, ich fühle mich zerrissen. Es ist unangenehm. Zweitens, ich kann irgendwie von dem, wo ich mit den Gedanken bin, das nicht richtig, also ja, aufnehmen, genießen, weil es irgendwie mehr in der Vorstellung ist. Und da, wo ich an sich körperlich bin, in diesem Raum, da bin ich halt auch nicht mit voller Aufmerksamkeit und voller Präsenz und kann es daher auch nicht richtig genießen und kann auch nicht richtig da sein. Und also für mich hat sich das irgendwie körperlich auch immer mehr gezeigt, dieses Zerrissensein, dass mich das Energie gekostet hat und einfach unangenehm war. Und ja, so dieses Hier und Jetzt ist einfach sehr kraftvoll, sehr, sehr energetisch, sehr, sehr wohltuend. Genau. Das wollte ich jetzt einfach so mal mit euch teilen. In dem Sinne. Alles Liebe. Namaste.